In diesem Video hier zeige ich dir 9 der besten Übungen, um deine Beinrückseiten beweglicher zu machen. Wenn du hier auf dieses Video geklickt hast, dann hast du vermutlich auch eine zu unbewegliche Hüfte, zu unbewegliche oder verkürzte Beinrückseiten. Und das kann dich zum Beispiel daran hindern, schwere wie leichte Gegenstände mit einer rückenschonenden Technik vom Boden aufzuheben. Wenn deine Beinrückseiten hier kurz sind, dann ziehen sie das Becken nach hinten, wodurch du den Rücken rundest und hier einfach nicht mehr rückenschonend heben kannst. Das Ganze verhindert auch eine technisch saubere Ausführung des Kreuzhebens, wenn du hier Sachen vom Boden aufhebst, um deine Rückenstrecker und deine Hüftstrecker zu trainieren. Und deshalb sind, das ist einer der wichtigsten Gründe, weshalb wir bewegliche Beinrückseiten haben sollten, also nachgiebige Beinrückseiten. Bevor wir allerdings jetzt gleich mit den Übungen anfangen, möchte ich kurz auf den Ursprung und Ansatzverlauf der Oberschenkelrückseitenmuskulatur, wenn man das jetzt so allgemein fassen will, kurz eingehen. Denn dies ist wichtig, um nachzuvollziehen, warum wir bestimmte Gelenke in bestimmten Arten bewegen oder halten, warum wir zum Beispiel die Füße anziehen. Und wenn du einmal kurz was über den Ursprung und Ansatzverlauf gehört hast, dann ist es einfach viel wahrscheinlicher, dass du dir die richtige Ausführung besser merken kannst und dann im Training das einfach besser umsetzen kannst. Folge mir also auf eine kleine anatomische Reise. Und für alle anderen, die nicht auf eine kleine anatomische Reise mitkommen wollen, denen blende ich hier unten die Zeitmarke ein, ab wann der Punkt mit den Übungen startet. Wenn man gemeinhin von den Beinbeugern spricht, dann werden meistens die Muskeln der Oberschenkelrückseite genannt. Und häufig werden dabei die Muskeln auf der Unterschenkelrückseite außen vor gelassen. Und diese spielen allerdings auch eine wichtige Rolle bei der Beinbeugung, denn wie ich gleich zeigen werde, gehen die auch über das Kniegelenk, können somit das Knie beugen. Aber immer der Reihe nach. Knöpfen wir uns mal zuerst die echten oder die primären Beinbeuger vor. Und diese sind im Grunde unterteilt in 4 Muskeln. Einmal der Bizeps femoris, das heißt der Beuger Bizeps des Oberschenkels, und der entspringt hier vom Sitzbeinhöcker, da wo ihr hier die 70 sehen könnt, und zieht mit seinem langen Kopf hier runter über das Kniegelenk seitlich zum Schienbeinköpfchen, da wo ihr hier die blaue 70 erkennen könnt. Das ist also ein zweigelenkiger Muskel, wenn man so will. Er zieht über die Hüfte und er zieht über das Kniegelenk. Und der kurze Bizepskopf, der entspringt hier mittig von der Rückseite des Oberschenkels und zieht dann zusammen, er mündet dann quasi in die gleiche Sehne und zieht dann ebenfalls hier hin. Der Semimembranosus entspringt hier von der 72 an der Stelle des Sitzbeinhöckers und zieht dann hier ebenfalls so runter an die blaue 72 unterhalb des Tibiaplateaus, hier rückwärtig an die 72 dran. Und dann wäre da noch der Semitendinosus zu nennen, hier von der 71, und der zieht hier von der innenseitigen Seite, also medial gelegen, ebenfalls über das Kniegelenk, macht dann hier allerdings noch so eine kleine Wende und zieht hier im Bereich des Pes anserinus, dieser gänsefußartigen Region, seitlich an mittig gelegen hier am Schienbein zu 71. Dieser Muskel kann somit eine gewisse Innenrotationskomponente auch nochmal entfalten, wenn er arbeitet und sich anspannt. Und ja, das war es aber noch lange nicht, denn wir haben noch einen sehr, sehr großen Muskel, einen sehr prominenten Muskel, nämlich den Zwillingswadenmuskel, der Gastrocnemius. Und das ist ja im Grunde der oberflächliche Wadenmuskel, den alle so kennen und meinen, wenn sie von der Wade sprechen. Der entspringt hier von der 79, einmal mittig und einmal seitlich, geht über das Kniegelenk drüber und setzt dann hier am Fersenbein an, über die Achillessehne. Darunter liegt dann nochmal der Soleus, der Schollenmuskel. Der spielt jetzt allerdings als Beinbeuger eine weniger große Rolle, da er nicht das Bein hier klassisch im Kniegelenk beugt, denn er geht ja nicht übers Kniegelenk, kann da also keinen Einfluss drauf haben. Und dieser Verlauf macht auch deutlich und erklärt auch nochmal, warum wir das Kniegelenk, wenn wir alle Beinbeuger wirklich richtig dehnen wollen, das Kniegelenk strecken müssen, denn einmal hier die oberschenkelrückseitige Muskulatur geht übers Kniegelenk und die Wadenmuskulatur, der Zwillingswadenmuskel, geht übers Kniegelenk. Das heißt, für eine optimale Dehnung brauchen wir hier eine Streckung im Kniegelenk, und wir brauchen, um den Zwillingswadenmuskel optimal dehnen zu können, ein Anziehen der Zehen zum Schienbein, denn dann kriegen wir hier optimal Spannung rein in den Bereich.
Und natürlich bei einer Beugung in der Hüfte wird dann hier alles schön auf Länge gebracht. Das heißt, wir haben sowohl die Muskeln der Oberschenkelrückseite als auch die Muskeln der Unterschenkelrückseite optimal gedehnt, wenn wir die Hüfte beugen, das Knie gestreckt halten und den Fuß mit den Zehenspitzen zum Schienbein letztendlich anziehen. Starten wir mit den Übungen. Und die Übung, die ich dir jetzt gleich zeige, habe ich dir nach Komplexität sortiert. Das heißt, desto weiter wir voranschreiten, umso schwerer wird es für eine Person, die noch relativ unbeweglich ist, die Übung technisch sauber auszuführen. Und wie du herausfindest, wo du überhaupt stehst, ob deine Beinbeugerbeweglichkeit als gut oder ausreichend zu bewerten ist, das habe ich dir in diesem Video hier verarbeitet. Und da gehe ich mit dir durch einen Test durch, den du zu Hause nachmachen kannst, mit dem du herausfindest, ob deine Beinbeugerbeweglichkeit ausreichend ist, um einfach rückengerecht Sachen vom Boden aufzuheben. Wir starten jetzt mit der allerersten Übung. Dafür brauchst du ein Band. Ich habe jetzt hier ein elastisches Band. Wenn du kein elastisches Band hast, dann nimmst du einfach ein starres Band oder einfach ein Handtuch, das du gleich um deinen Fuß wickelst. Legst dich auf den Rücken, wickelst das Band, wie gesagt, hier um den Fuß und das freie Bein, was du jetzt nicht dehnst, liegt hier auf dem Boden auf. Das Bein, was wir jetzt dehnen, versuchst du erstmal aktiv aus eigener Kraft möglichst anzuheben und nur unterstützend aus dem Band zu ziehen. Und es ist vollkommen egal, wo du startest. Es ist egal, ob du hier bist oder hier bist. Wichtig ist, dass du eine 8 von 10 ungefähr als Dehnungsreiz empfindest. Das heißt nicht die maximale Spannung, nicht 10 von 10, die du vielleicht nur 10 Sekunden halten kannst, sondern wir brauchen auch eine gewisse Wirkzeit in dieser Dehnung, damit wir die entsprechende Anpassung haben. Eine 8 von 10 ist super, bau ein wenig Spannung auf. Und dann drückst du gegen das Band rein. Wenn du jetzt ein Handtuch hast, dann gibst du mit den Armen so ein wenig Widerstand, dass du das Handtuch aktiv runterdrücken musst. Und dann kommst du langsam wieder hoch. Drückst hier wieder rein und kommst langsam wieder hoch. Wichtig ist auch, dass du nicht so weit reindrückst, dass du keine Dehnung mehr spürst. Du solltest schon noch eine gewisse Dehnung spüren. Das heißt, du startest wahrscheinlich so auf einer 8 von 10 und drückst dich runter bis auf eine 5 oder 4 von 10. Circa 60 Sekunden pro Seite Belastungszeit, bevor du das Bein wechselst, und dann solltest du eigentlich ganz gut bedient sein. Für die nächste Übung brauchst du ein etwas schwereres Objekt. Ich habe jetzt hier so eine 10 Kilo Hantelscheibe. Du kannst dir allerdings zu Hause auch einfach einen Rucksack mit ein paar Büchern vollpacken und den dann so vor der Brust halten. Halte die Sachen so vor der Brust, dass du die Brust wirklich rauswirbst und die Schulter wieder nach hinten ziehst. Und das Objekt sollte dich möglichst so ein bisschen hier nach vorne ziehen. Dann wählst du den Abstand zur Wand so, dass du gleich mit dem Po gerade so drankommst. Jetzt kam ich gerade noch ganz gut dran. Ich gehe 1 Zentimeter mit meinen Zehen weiter nach vorne. Komme jetzt immer noch ganz gut dran. Ich gehe noch mal 1 Zentimeter nach vorne. Und jetzt komme ich gar nicht mehr dran. Das wäre jetzt kein guter Abstand. Deshalb gehe ich wieder ein bisschen zurück. Und ja, du hast die Übung wohl schon gesehen. Es geht darum, den Rücken gerade zu lassen. Und dazu ermahnt dich hier diese Hantelscheibe eigentlich ganz gut, weil man einfach nicht gerne in diese Rundung hier reingeht. Das heißt, mach dich hier stolz, zieh die Schulter bitte da hinten zusammen und führe die Sitzbeinhöcker zur Wand. Und jetzt solltest du eigentlich eine Dehnung spüren. Wenn du keine Dehnung spürst, dann liegt das vermutlich daran, dass du die Knie zu stark mitgebeugt hast. Und ja, das Feedback, was du von deinem Körper brauchst, ist im Grunde die Spannung auf der Rückseite. Das heißt, beug die Knie so wenig wie möglich und schieb den Po nach hinten raus. Und dann kommst du wieder hoch. Machen das wieder so für 10, 15 Wiederholungen oder halt für eine Minute Belastungszeit. Und diese Übung setzen wir ganz häufig und gerne ein, wenn wir Menschen das rückengerechte Heben oder Kreuzheben etwas näher bringen wollen und dann auch gleichzeitig auch noch die Brust etwas öffnen wollen, den Rückenstrecker ein wenig strecken wollen und diese Funktion einfach schulen wollen, dass man hier aus der Hüfte beugt und nicht aus der Wirbelsäule. Die dritte Übung kannst du zum Beispiel bei dir zu Hause in einem Türrahmen ausführen. Dabei legst du dich so in den Türrahmen, dass ein Bein hier am Türrahmen oder an der Wand hochgelehnt wird und das andere Bein durch die Tür in der Tür so drinnen liegt. Und den Abstand hier passt du entsprechend so an, dass du wieder eine 8 von 10 spürst. Das heißt, es kann sein, dass du vielleicht eher hier so starten musst. Dann positionierst du dich eben in diese Stellung. Und von hier aus drückst du jetzt mit der Ferse ungefähr mit 50% deiner maximalen Intensität
in die Wand rein und ziehst das Bein danach an. Ebenfalls mit ca. 50% deiner maximalen Intensität. Du spannst hier die Muskeln an. Es kann ruhig zu einem Krampf kommen, wenn das der Fall ist. Die Muskeln werden dann hier gekräftigt. Die Muskeln werden gerade aktiv gedehnt. Und dann senkst du es wieder ab und drückst 5 Sekunden rein. Das Ganze 5-mal wiederholen, dann kommst du ungefähr auf eine Belastungszeit von 50 Sekunden. Die nächste Übung, die ich dir gleich zeige, ist für all jene interessant, die ihre Beine gerade so senkrecht halten können. Und zwar geht die Übung so, du positionierst dich auf dem Rücken, winkelst deine Beine in der Hüfte an, streckst deine Knie bestmöglich und ziehst deine Fersen an. Die Arme liegen hier am Körper und dann versuchst du hier in dieser Position entsprechend zu bleiben, Zehen ranzuziehen, die Spannung zu ertragen, so für circa eine Minute. Dabei arbeiten jetzt hier die Beine. Oberschenkelvorderseiten und die Beinrückseiten werden aktiv durch diese Muskulatur hier gedehnt. Die Bauchmuskeln müssen arbeiten, der untere Rücken sollte in den Boden reingedrückt werden. Und ja, wenn du das einigermaßen meistern kannst, dann ist diese Übungsstufe perfekt für dich. Wenn das für dich langweilig war, dann sind deine Beinbeuger eigentlich ausreichend gedehnt und du solltest die jetzt nicht weiter dehnen müssen. Du könntest vielleicht darüber nachdenken, deine Beinrückseiten jetzt in diesem Bewegungsradius stärker und resilienter zu machen. Das heißt, eher kraftbetontere Übungen weiter fortzuführen, wie zum Beispiel das einbeinige Kreuzheben. Die Übung verlinke ich dir hier oben. Und auch die Übungen, die jetzt gleich hier kommen, gehen so ein bisschen in die Richtung oder sind aus anderen Gründen etwas komplexer oder ähnlich schwer. Die nächste Übung ist noch ein klein wenig schwerer, obwohl sie im Sitzen stattfindet. Schön daran, dass sie im Sitzen stattfindet, ist, dass du sie zum Beispiel im Büro in einem Anzug machen kannst und dich nicht direkt auf den Boden legen musst, um deine Beinrückseiten zu dehnen. Setz dich dafür auf einen Stuhl. Gerne von der Stuhllinie etwas weiter entfernen, damit du hier einfach aktiven, geraden Rücken halten musst. Und von hier aus kannst du dein Bein strecken und hier gestreckt halten. Bauchmuskeln müssen arbeiten, die Hüftbeuger müssen arbeiten und halte diese Position für ca. 10 Sekunden. Das ist schon relativ anstrengend, bevor du das Bein wechselst. Und dann kannst du so einfach ein paar Sätze akkumulieren, bis du so ca. auf 30 bis 60 Sekunden kommst. Die nächste Übung nennt sich die Raupe und ist wieder ein wenig dynamischer, inkludiert die Arme. Du brauchst dafür eine etwas längere Bewegungsbahn. 3-4 Meter sind schon ganz nett, hat man aber ja in der Regel zu Hause. Beug dich in der Hüfte, setze deine Hände mit möglichst gestreckten Knien auf den Boden ab und dann krabbelst du langsam raus in den Liegestütz. Hier hältst du so eine gerade Körperlinie, Po und Bauch ist fest und dann kommst du mit gestreckten Knien, mit so ganz kleinen Schritten nach vorne. Gegen Ende muss man die Knie vielleicht minimal beugen. Es kommt auch immer darauf an, wie weit man hier so nach vorne kommen will. Und jetzt gehst du wieder mit den Händen raus, bis deine Arme ungefähr senkrecht sind und führst das Spiel hier entsprechend fort. Mach die Übung so lange oder so weit, bis du auch hier so ca. 60 Sekunden akkumuliert hast und dann zeige ich dir die nächste Übung. Die nächste Übung sind die Bootstrappers. Beuge dich hierfür in der Hüfte und versuch deine Hände auf deinen Füßen abzulegen. Die Knie sind möglichst weit gestreckt. Wenn du jetzt hier eine kleine Beugung haben musst, ist das okay. Ansonsten versuchst du die Knie möglichst zu strecken. Und dann gehst du runter in die tiefe Hocke. Geh möglichst so weit in die Hocke runter, wie du es schaffst, wie du dich balancieren kannst. Das heißt, wenn bei dir hier Schluss ist, dann ist das okay. Wenn du allerdings tiefer in die Hocke kommst, dann gehst du halt tiefer in die Hocke. Und streckst die Knie wieder durch. Denkbar ist zum Beispiel auch, dass deine Hände hier sind, wenn das dir leichter fällt. Müssen nicht unbedingt auf den Füßen sein. Hier kannst du so circa 15 Wiederholungen akkumulieren. Das Schöne an dieser Übung ist, dass gleichzeitig auch noch die Oberschenkelvorderseiten kräftigend wieder dabei sind und arbeiten müssen. Man macht quasi noch so ein paar Kniebeugen mit dazu, während man seine Beinrückseiten dehnt. Die nächste Übung ist ein alter Bekannter, der World's Greatest Stretch. Ich habe darüber bereits ein Video gemacht. Ausführlichere Infos zur Übung findest du hier in diesem Video. Ich zeige sie dir nochmal vor. Im Grunde werden bei dieser Übung viel mehr Muskeln gedehnt als einfach nur die Beinrückseite. Du startest in dieser Position, hier von der Seite und hier
von vorne einmal gesehen. Dann streckst du das vordere Knie. Hier vor allem wird die Beinrückseitendehnung spürbar. Gehst hier wieder runter, kannst hier noch einmal mit dem Ellbogen runtergehen und hier in die Aufrotation gehen. Aber wie gesagt, oben weitere Informationen. Und die letzte Übung ist, ja, die ist wirklich sehr schwer und man muss die vielleicht auch nicht unbedingt machen, aber wenn man schon recht beweglich ist, dann empfehle ich nicht, noch beweglicher zu werden in passiven Übungsvarianten, sondern beweglicher zu werden in aktiveren Übungsvarianten. Hierzu kannst du dich auf den Boden hinsetzen. Du solltest schon mindestens in der Lage sein, diesen 90-Grad-Winkel hier einzuhalten mit einem geraden Rücken. Dann kannst du die Hände so vor dir auf dem Boden positionieren und hebst jetzt von hier aus die Beine an, ohne hier nach hinten zu gehen, denn dann findet ja aktiv keine aktive wirkliche Verlängerung hier weiter statt, sondern du bleibst hier vorne und kommst jetzt hier hoch und hältst dich da. Ja, so circa 5 bis 10 Sekunden. Das Ganze ist schon, wie gesagt, recht anstrengend. Die Bauchmuskeln arbeiten mit, die Oberschenkelvorderseiten müssen sehr aktiv mitarbeiten und du schaffst es auf diese Weise mit dieser Übung, eine aktive Beweglichkeit in deiner Hüfte zu erzeugen und somit halt eine weitere Verlängerung der Beinrückseiten mit einer weiteren Stärkung der Muskulatur auf der anderen Seite abzusichern. Ganz, ganz wichtig, wenn du einfach grundsätzlich stabil und robust werden willst. Das waren jetzt meine 9 Lieblingsübungen der Komplexität nach sortiert. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du weitere Infos, wie gesagt, über das Dehnen im Allgemeinen wissen willst, Kanal abonnieren. Da habe ich viele weitere Videos zu verschiedenen Dehnungen bereits veröffentlicht. Und hier, wie gesagt, nochmal der Test für die Beinbeuger Rückseitenbeweglichkeit. Und hier noch ein Video zum Thema, warum du deine Beinrückseiten eventuell nicht dehnen solltest, insbesondere wenn du ein Hohlkreuz hast. Bis zum nächsten Mal.